Frohe Weihnachten an euch alle und willkommen zum Steam Holiday Sale Guide 2014 mit mir Peter Wilson Greeting und heute ist der 24.12. Das ist sehr, sehr spät, das heißt, ihr werdet das möglich erst morgen früh sehen oder heute spät noch in der Nacht, aber es ist tatsächlich jetzt gerade 10 vor 12. Ich nehme es noch rechtzeitig auf, der ganze feierliche Teil des Tages ist für heute hinter mir. Eventuell verspätet sich das morgige Video auch wieder ein kleines bisschen, aber es wird noch genug Zeit sein, um mit meinen Ratschlägen irgendetwas anfangen zu können oder auch nicht. Dementsprechend alles in bester Ordnung. Ich persönlich hatte heute erwartet, dass nachdem Weihnachten ist, der Steam Sale ein etwas größeres oder anderes Angebot hat als an allen anderen Tagen. Es könnte sein, dass da bei den Amerikanern das Weihnachten am 25. wirklich zelebriert wird, dass das dementsprechend erst morgen sein wird. Kann aber auch sein, dass sich einfach überhaupt nichts ändert und dieses Datum letztlich überhaupt keinen Einfluss auf den Steam Sale hat. Aber für heute sprechen wir natürlich wieder über die aktuellen Angebote und das machen wir so. Da fangen wir an mit The Evil Within, irgendein Survival-Horror-Spiel. Ich meine, das wäre jetzt gerade ziemlich neu gewesen und war auch ziemlich hochwertig. Ich hatte dafür immer diese kurze Demo, diesen seltsamen Teaser gesehen. Nein, doch nicht. Keine Ahnung, es sieht so aus, als wäre es sehr, sehr gut angekommen. 66% für ein neues Spiel ist durchaus eine Überlegung wert. Ich hoffe, wir kommen wieder zurück zur Startseite. Ja, kommen wir. Empfehlen würde ich es wie immer nicht, weil ich kein Horrorspieler bin, dementsprechend überhaupt nicht weiß, ob es spielerisch, mechanisch in irgendeiner Form taugt oder nicht. Müsst ihr leider für euch selbst entscheiden. Dann haben wir Ultra Street Fighter 4. Street Fighter ist auch so eine Reihe, mit der ich mich niemals auseinandergesetzt habe. Ich persönlich bin kein Freund von Brawlern. 40% ist eine ziemlich niedrige Reduktion, dementsprechend auch keine Empfehlung. Dann haben wir Lords of the Fallen. Wen das interessiert, was genau das ist, ist im Stile von Dark Souls. Möge einfach mal im Kanal schauen. Wir haben da ein paar Episoden zu. Und bei 60% auch wieder für ein sehr neues Spiel kein schlechter Preis, ehrlich gesagt. Ich hätte nicht erwartet, dass wir so schnell so niedrig sehen werden. Denke aber, dass der Preis generell statt 50 Euro schon März, April ungefähr bei 39, wenn nicht sogar noch niedriger liegen wird und dann natürlich mit dem nächsten Sale wieder deutlich günstiger zu haben sein wird. Würde ich also noch abwarten, läuft nichts weg bei dem Spiel. Dann haben wir Gauntlet, das Ganze ist irgendwie so ein Dungeon-Crawler-artiges Spiel, also so im Stile von Diablo nehme ich an, ich bin nicht ganz sicher, ob es tatsächlich auch so ist und ob ich jetzt hier gerade Unfug erzähle oder nicht. Ja, doch, sieht sehr danach aus, dass es in diesem Prinzip ist und das Ganze ist ein Koop-Spiel, primär ein Koop-Spiel. 50% ist nicht so der Hammer. Auf der anderen Seite ist es auch relativ neu, ist aber Indie. Poh, würde ich mir gut überlegen, ob sich das lohnt. So, dann hat sich das hier alles gerade etwas verschoben und wir fangen wieder von. Oh Mann, Life is Feudal ist ein Open-World-Survival-Spiel, so im Stile von Rust und wie heißt diese? DayZ, genau. Nur halt eben spielend im Mittelalter. Ist auf meiner Wunschliste, 33%, interessiert mich mal vorn und hinten nicht. Wenn die da so mit 70 um die Ecke kommen, wird es interessant, dementsprechend nope. Hier wird es spannend, XCOM Enemy Unknown, da schauen wir auch direkt mal, ob es eine größere Bundle-Version mit allen Add-ons und DLCs und so gibt. Nämlich The Bureau XCOM Declassified, wobei ich nicht weiß, ob sich das tatsächlich unbedingt lohnt. Wenn überhaupt XCOM Enemy Unknown Complete Pack auf 75%, das wäre durchaus eine Überlegung wert. The Bureau XCOM Declassified ist im Grunde genommen das gleiche Spiel, nur mit einem etwas anderen Setting. Glaube nicht, dass sich das lohnt, aber selbst wenn man nur XCOM Enemy Unknown kauft, 4,99 €, das Ganze ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Sehr, sehr cool gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Normalerweise mag ich diese Art von Spiel nicht, aber es ist mechanisch sehr gut umgesetzt und bietet einfach unheimlich viel für 4,99 €. Kann man hier echt nicht meckern. Wer es schon länger unter den Nägeln brennen hat, jetzt ist ein guter Moment, sich das dann zu kaufen. So, dann haben wir hier noch Far Cry 4, sehr, sehr neu.
Dementsprechend werden wir in den nächsten 3 Sales keine großartig größere Preisreduktion sehen. Auf der anderen Seite dürfte auch innerhalb der nächsten 4 Sales der Grundpreis gefallen sein auf locker 49, wenn nicht sogar noch weniger. Und dann ist natürlich eine Preisreduktion von 30% noch eine höhere Ersparnis als jetzt gerade, weil der Grundpreis niedriger ist. Dementsprechend würde ich hier noch warten, es sei denn, wie gesagt, man will es unbedingt wirklich jetzt, heute und sofort spielen und hat die ganze Zeit nur drauf gewartet. Dann haben wir Plague Inc. Evolved. Ich habe es kürzlich empfohlen in einem Was ist Video und stehe auch hinter dieser Empfehlung. Allerdings finde ich die Preisreduktion von 33% nicht so besonders prickelnd. Auf der anderen Seite, für 10 Euro bekommt man doch ein relativ nettes Strategiespiel, wobei ich finde, dass die Tiefe fehlt für 10 Euro. Ah, das muss man sich gut überlegen. Spielerisch ja, preislich nein. Dann haben wir zuletzt Terraria und das bekommt einfach eine uneingeschränkte Empfehlung von mir. Für 1,90 € kann man erstens nichts falsch machen und zweitens ist es so im Stile von Starbound. Wen das interessiert, einfach mal hier im Kanal schauen. Terraria selbst habe ich eigentlich nie gespielt, aber es ist ungefähr das gleiche, so Minecraft in 2D quasi. Und definitiv ein gutes Spiel und mittlerweile auch schon sehr stabil und alles. Also das hat meine absolute Empfehlung. Da kann man jetzt im Augenblick wirklich nichts verkehrt machen. Dann haben wir die New Deals Every 12 Hours und das fängt an mit Magicka. Ein Koop-Action-Spiel, was mehr Humor ist und ein sehr, sehr cooles Zaubersystem hat. 2,49 €. Man bräuchte primär Leute, um es mit ihnen zu spielen. Alleine macht das nicht so wirklich Freude. Und ergibt auch nicht so viel Sinn. Also wenn ihr Freunde habt gerade, mit denen ihr spielen könntet, überzeugt sie auch davon, das zu kaufen, dann lohnt sich's. Ansonsten würde ich sagen, nein. Supreme Ruler Ultimate. Ich habe gesehen, dass es irgendwie kürzlich rausgekommen ist. Scheint irgendein Zweite Weltkriegsstrategiespiel zu sein. Boah, würde mich mal voll nicht interessieren. Sanctum 2 ist ein Tower Defense First Person Shooter, der, na, okay ist. Für 2,99 € kann man da auch wieder nicht so viel falsch machen. Rein Settings, spielerisch, ja, okay. Ich würde es nicht direkt empfehlen, aber ich würde auch nicht davon abraten. Sagen wir es so. Dann haben wir Car Mechanics Simulator. Ich habe gesagt, Simulatoren werden alle nicht empfohlen, auch für 2,99 € nicht. Dann haben wir Natural Selection 2, ein Spiel, von dem ich unheimlich überzeugt bin. Das ist super cool. Das ist ein Mix aus Strategie und First-Person-Shooter, wo Marines, also so eine typische Marine-Art, Space Marines gegen irgendeine typische Alien-Rasse kämpft und jeder schlüpft in eine verschiedene Rolle und wird von einem Teamleiter koordiniert und man baut Gebäude quer über die Karte verteilt, versucht die gegnerischen Hauptgebäude zu zerstören und erreicht so den Sieg. Das ist ein sehr, sehr cooles Spiel und 3,44 € überhaupt gar kein Problem, sofort uneingeschränkte Empfehlung. Dann haben wir Talisman Digital Edition. Das Ganze ist irgendwie so ein keine Ahnung, was es ist. Deswegen keine, bei 1,39 €, keine Ahnung, schaut es euch an. Ich weiß nicht, was es ist und es interessiert mich auch ehrlich gesagt so gar nicht. Dann haben wir die Community's Choice im Augenblick mit Contrast. Das ist irgendwie so ein Plattformer, auch Indie, relativ neu. Nein, bin ich wirklich schon über ein Jahr alt. Ach, 66% finde ich nicht so attraktiv, interessiert mich nicht so recht. Bully Scholarship Edition, ich hab's, glaube ich. Oder das hat mich schon immer mal interessiert, was zur Hölle es eigentlich ist. Keine Ahnung, ehrlich. Ich weiß einfach nicht, was es ist. Das hat mich schon immer interessiert und ich denke mal, das werde ich mit euch gemeinsam herausfinden müssen. Ich dachte immer, ich hätte es schon, aber scheinbar habe ich mich da getäuscht. Für 1,99 € werde ich mir das wohl leisten und dann gemeinsam mit euch demnächst herausfinden, was es ist. Dann haben wir Supreme Commander 2, eins meiner absoluten Lieblingsstrategiespiele. Der zweite Teil der Supreme Commander-Reihe und der geistige Nachfolger von Total Annihilation. Für 4,41 €, klar, es ist nicht die 70%-Reduktion, die ich mir erhofft hätte. Ich habe hier auch gewählt für. Aber das Ganze ist dennoch das Geld meiner Meinung nach absolut wert. Wir schauen mal gerade, ob es vielleicht mit Forged Alliance, nein, ich glaube, das gab es noch gar nicht, das Infinite War Pack kann man sich gerade noch dazu leisten. Und ja, das ist ein sehr, 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 sehr gutes Strategiespiel.
Dann schauen wir uns noch gerade eben an die letzten 12-Stunden-Deals. Die haben wir hier unten und das ist Mark of the Ninja. Ein sehr cooler Plattformer in 2D mit Schleichelementen und so. 80% sofort kaufen. Absolute Empfehlung, keine Frage. Dann haben wir F1 2014, irgendeine Rennsimulation, interessiert mich nicht. Blackguards, wer das genau anschauen möchte und wissen will, was es ist, möge bei Mr. Angezockt in den Kanal schauen. Bei der Preisreduktion bei... Ja, könnte man wahrscheinlich schon empfehlen. Es ist ein rundenbasiertes RPG, so im Stile von XCOM, nur in einem anderen Setting. Dann haben wir Paradise Ultimate, was weiß ich, irgendein Rennspiel, interessiert mich auch nicht. Ziggurat, Dungeon Crawling, First Person Shooty, bla bla bla, irgendwas Roguelike Procedure, wenn das mal nicht Early Access ist. Okay, ist es nicht Early Access, aber es sieht irgendwie für mich völlig uninteressant aus. Remember Me ist der zweite Teil, beziehungsweise der spirituelle Nachfolger von Mirror's Edge. Einem kampflosen, storybezogenen Jump'n'Run First Person. Auf 75% Reduktion könnte man sich mal anschauen. 7 Euro finde ich immer noch etwas teuer, aber die Reduktion würde es rechtfertigen. Und wie immer findet ihr die Links zu den Spielen, die ich jetzt uneingeschränkt empfehlen würde, unten in der Beschreibung dieses Videos, direkt zur Steam-Seite. Und ich hoffe, ich konnte euch wie immer ein bisschen helfen, euch da Gedanken darüber zu machen, was euch interessieren würde, was ihr euch anschauen möchtet. Und wünsche euch eine gute Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ich euch jetzt gerade erwische oder wann ihr mich erwischt, besser gesagt. Und wir sehen uns später wieder, wenn ich die nächsten Deals mit euch durchgehe und wir schauen, ob wir da nicht vielleicht tatsächlich ein bisschen Geld sparen können oder uns es auch lassen können. Irgendwie so. Ich bin schon sehr müde. Okay, ich gehe jetzt auch direkt ins Bett hier. Ach, jetzt ist schon nach 12. Ai, ai, ai. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.